Gut. Dann setzen wir jetzt hier unseren Penny ein. Und bekommen ein Ticket. Wo haben wir das jetzt nochmal einsetzen müssen? Ich glaube hier auf der Seite. Und wehe, liebes Spiel, du stellst mir da jetzt wieder so einen blöden. Was war das denn? So einen blöden Köter hin. Vor allen Dingen muss der Alte hin. Sehr mysteriös. Ja, die will ich eigentlich nicht überspeichern. Ich will auch die da oben nicht überspeichern. Was sowas Blödes. Dieser Level macht mich fertig. Das kann man anders nicht ausdrücken. Und das wird in dem Level danach nicht viel besser. Ja, die Tür hier ist auch immer noch zu. Ich glaube, gespeichert hatten wir das ja, dass wir hier waren. Ah, das werden wir gleich sehen, ob da noch was liegt auf dem Plateau. Da liegt nichts mehr. Okay. So. Den Weg kennen wir ja eigentlich schon. Genau, und da müssen wir jetzt lang. Genau. Wer hat denn da Feuer angemacht in dem Fahrkartenschalter? Na toll. Dann setzen wir jetzt hier unser tolles Ticket ein. Ist da oben eigentlich noch was? Nee. Ach genau, die Ratten hier, die hat man schon erledigt. Also noch weitere Ticket-Kurieren. Und ein weiterer Typ mit einem kleinen Minipack. Ah, hier könnte es jetzt zu dem anderen Gleis gehen, das wir da gesehen haben. Ja, solche Ticket-Barrieren, die kennen wir ja auch aus der realen Welt sozusagen. Okay. Okay. Was brauchen wir hierfür? Das ist einfach nur verriegelt. Kommen wir nicht weiter. Da will sie auch nichts machen. Interessant. Naja, ob das so interessant ist, das müssen wir erstmal noch herausfinden. Es ist auch sehr fragwürdig, ob wir da überhaupt rein wollen. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht. Vielleicht wollen wir auch einfach nur hier nach unten. Nee, da ist kein Gleis. Da ist dann doch kein Gleis. Eine weitere Tür.
Oder? Eine weitere Tür. Mit einem Schloss, das wir nicht aufkriegen. Oder? Ah, es ist nicht Tomb Raider 4 oder 5. Da haben wir noch kein Zielfernrohr oder so. Okay. Gut, dann schauen wir uns das da unten mal an. Das ist übrigens eine sehr interessante Lampe hier. Die würden wir jetzt an so einem Ort nicht unbedingt erwarten. Ach je. Wo verschwindet denn das da hinten wieder? Und noch ein kleines Minipack. Ah, jetzt sind wir hier. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Verbindung zwischen den beiden Gleisen gefunden. Ich höre Schritte. Wo geht's denn da hin? Ich weiß das alles wirklich gar nicht mehr. Und geradezu sieht's auch extrem finster aus. Na. Jetzt stellt euch mal vor, liebe Leute, ihr seid hier in so einem verlassenen U-Bahn-Schacht und dann kommt da so ein Hund aus der dunklen Ecke raus. Oh Gott. Ich glaube, ich würde sterben vor Angst. Selbst wenn es ein normaler Hund ist. Nein, jetzt sind wir tatsächlich auf dem anderen Bahnsteig. Interessant. Der hat da Feuer gemacht. Und hier ist ein Zug. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ihn hätte lassen sollen. Naja. Ja, Kristalle gibt es ja echt viele in dem Level. Wir haben bisher noch nicht ein einziges Medipack gebraucht. Nee, aber das kann auch nicht der Bahnsteig sein, weil hier ist ja zu. Quasi. Oh, Gottes Willen. Aber da geht es noch irgendwo hin. Und ich glaube, hier war auch noch irgendwie was. Sind sogar hübsch durchnummeriert. Ah, ein Stückchen, ja, ein paar Fackeln. Das ist auch nicht schlecht. Ein Stückchen Fackeln, ja. Also mit der Sprache habe ich es heute mal wieder auch nicht so. Ich dachte, man kann da noch irgendwie rein. Aber wahrscheinlich war das an einer anderen Stelle. Nach dem, was jetzt so die letzten paar Male passiert ist, habe ich eigentlich eine gewisse Scheu, aber ich bin schon neugierig. Ob wir da unten drunter können? Vielleicht ist das ja der Weg, um da reinzukommen. Ja, aber wenn, dann nicht von hier. Ja, ich glaube jedenfalls, dass das hier eigentlich das Ende des Levels ist. Wir werden jetzt, also wir sind ja schon an ein paar verschlossene Türen gekommen. Wahrscheinlich können wir die aufmachen, sobald wir diese beiden Salomon-Schlüssel da in diesen in diesem Bruderschaftsversteck da irgendwie eingesetzt haben.
Oh Gott, ist dunkel. Oh. Aber es ist kein Geheimnis. Oh, schade. Aber es war jetzt eine ganz schöne Menge. Was war denn das alles? Es war ein Fackel, großes Minipack. Noch irgendwas. Also jedenfalls kein zusätzlicher Gegenstand. Vielleicht noch irgendwie so Desert Eagle Munition oder so. Das wäre schön. Hatten wir vorher 25 Schuss? Ah, nee. Ja, wer weiß. Es sollte eigentlich auch in der Komplettlösung drinstehen, aber ich habe schon manchmal festgestellt, dass das nicht unbedingt immer stimmt, was die da schreiben. Irgendwie, der stand ja jetzt hier nur so am Feuer, wie so ein Obdachloser. Ja, der wollte uns angreifen, aber ist alles nicht so eindeutig hier. Ach so, und hier ging es ja auch noch nach unten. Na, das habe ich schon wieder vergessen. Sieht eigentlich so aus, als wären wir da sicher, wenn wir da drauf gehen. Ich glaube, das ist das Ende des Levels. Irgendwie diese gelbe Lampe, das ist so. Also wir sind halt noch nicht am Ende des Levels, aber also rein von dem, was wir noch zu tun haben. Aber ich glaube, rein von der Örtlichkeit her. Hier ist eine Falltür. Wo ist jetzt hier was auf oder zu oder sonst irgendwas gegangen? Das gefällt mir nicht. Ja, hier ist noch alles zu. Ich glaube, hier kommen wir dann tatsächlich darüber in so einen Waggon rein und da ist dann das Level relativ schnell zu Ende. Aber warum sind jetzt hier beide Türen zu? Beide Falltüren? Also wir haben hier an dieser Stelle jedenfalls noch einiges zu tun. Aber auch nicht mehr unendlich viel. Also es nähert sich jetzt auf jeden Fall tatsächlich dem Ende. Es wird übersichtlich. Auch wenn das mit den vielen Wegen jetzt gerade nicht unbedingt den Eindruck macht. Aber es wird tatsächlich übersichtlich. Es sieht immer so aus, als wäre da noch ein Weg. Aber es ist nur so eine komische Schräge. Also an ein Geheimnis kann ich mich noch sehr genau erinnern, wo das ist. Aber ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was für eine Tür ist jetzt auf oder zugegangen? Es muss ja eigentlich was sein, was in der Nähe ist. Also die Tür ja offensichtlich nicht, und die andere ist eigentlich viel zu weit weg, als dass wir die hätten hören können. Sagen, jetzt komme ich nicht mehr hier durch. Ja, die ist natürlich auch noch zu. Auf der anderen Seite hat die so einen hübschen Riegel, als würde die doch noch irgendwann aufgehen. Wer weiß. Und dann haben wir jetzt hier im Wasser noch. Na toll, jetzt muss ich hier wieder lang krauchen. Lara, du bist groß. Haben wir ja unter Wasser auch noch eine Tür. Jetzt muss ich mich ja wieder so nach hinten rum rausschieben. Genau, die da.
die ist offensichtlich auch nicht aufgegangen oder sie ist aufgegangen und es war ein Zeitspiel und ist wieder zugegangen, aber auch die ist ja eigentlich viel zu weit weg, als dass wir das hätten hören können. Auch die hier ist immer noch zu. Das ist sehr schade. Ja, und dann schauen wir uns jetzt noch die letzte verschlossene Tür an. Weil ich jetzt kurz überlegen muss, wie wir da am schnellsten hinkommen. Ja, da müssten wir quasi als nächstes lang. Wahrscheinlich hier nach oben. Ja. Und dann hier quasi über die Tür hier. Ja, ich werde das jetzt mit der Falltür und so, also dass das da jetzt vermeintlich eventuell aufgegangen ist, werde ich jetzt nicht abspeichern. Weil mir das irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie ein bisschen zu suspekt. Das will ich mal noch offscreen ein bisschen genauer untersuchen, ob ich vielleicht irgendwie rausfinden kann, was das war. Wenn es jetzt halt nicht hier doch noch irgendwie was anderes ist. Da. Was ich ja eigentlich nicht glaube, weil wie gesagt, es ist viel zu weit weg. Obwohl es natürlich schwierig ist, in diesem Level die Übersicht zu behalten, wie halt was miteinander verschachtelt ist hier an der Stelle. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube tatsächlich. Wir haben schon irgendwie uns den Weg für ein Geheimnis. Ja, hier ist auch nichts offen. Für ein Geheimnis verbaut. Es ist so ein bisschen mein Gefühl. Es wird im nächsten Level, da gibt es auch nochmal so zwei Stellen, glaube ich, wo man Geheimnisse nur kriegt, weil man Gegner irgendwie anders behandelt oder, ich meine, das hatten wir ja auch schon in der Area 51, dass man manchmal da musste man halt aufpassen, dass man die Soldaten entsprechend vorher platt macht, bevor die da irgendwelche Schalter umlegen können oder so. Währenddessen man an manchen anderen Stellen muss man die halt erstmal einen Schalter betätigen lassen, damit man irgendwo rankommt. Also es ist sehr, sehr tricky. Und es wird auch im nächsten Level nochmal richtig schlimm. Ja, also hier, das ist jedenfalls nicht. Es ist hier alles noch zu. Und ich glaube, hier unten ist ja auch nichts weiter gewesen, was noch, wo noch hätte was offen sein können. Ja. Soweit, so gut. Wir haben wirklich, wie gesagt, nicht mehr so viel zu tun. Wir müssen diese beiden Salomon-Schlüssel da in diesem Geheimbruderschaftsdingens da noch loswerden. Wir müssen den Stern noch irgendwo loswerden. Und wir müssen darüber quasi dafür sorgen, dass wir dann dort weiterkommen mit diesen Falltüren und diesen Türen da im Allgemeinen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir zum Beispiel diese Tür unter Wasser, dass wir da vielleicht rauskommen, wenn wir da in diesem Geheimbruderschaftsversteck waren, weil immerhin war das ja, ist es ja so eine Tür, das könnte ja darauf hinweisen, dass es dort da hingeht. Also mit diesem Muster da vorne drauf, das war ja so das Zeichen von dieser Bruderschaft. Und ja, dann denke ich mal, also der Level, das wird jetzt das nächste Mal nur noch eine Folge sein oder so, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin einfach irgendwie zu K.O., um das jetzt noch zu machen. Und ihr habt es auch schon während der Aufnahme gemerkt, ich bin heute nicht besonders wortgewandt großartig gewesen, die Folge über, also überhaupt nicht besonders, nicht wortgewandt, sondern allgemein sehr erzählfreudig. War eigentlich sehr, sehr still, glaube ich, so. Also es sagt mir so mein Gefühl. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Eigentlich dachte ich, dass ich mehr Energie habe, aber ja, für so viel hat es dann doch nicht mehr gereicht. Und deswegen mache ich jetzt hier an dieser Stelle Schluss, aber ich werde jetzt mit der letzten Folge auch nicht mehr zu lange warten, weil sonst verliere ich wieder den Überblick.
Ja, dann, ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis dahin macht's gut.